Moin, liebe Kommando-Freunde und moinsen, liebe Raketenfreunde. Ihr seht uns hier in voller Starbesetzung. Wir sind heute mal in der Raketenzentrale am Start. Und neben meiner Wenigkeit ist der gute Raketenjansel als Gastgeber und Raumgönner heute dabei. Tag. Und nicht nur das, sondern er hat auch schöne Sachen im Paket. Wir unboxen. Und natürlich ist der gute Commander Maniac als Cyborg auch mit am Start. Mahlzeit. Wir haben keine zeitliche Verzögerung, aber macht nichts. Wir wollen das auf jeden Fall gerne hier zu dritt auspacken, was wir hier gekauft haben. Während ich das Paket öffne, ein bisschen angefangen habe ich schon, erzählt euch der Jansel mal, wo wir das Ganze überhaupt her haben. Ja, wir haben mal wieder fleißig eingekauft bei Stefan, beim RetroGameCollectorHeaven.de. Dort haben wir schon mal zu Weihnachten ein riesiges Paket bestellt und einen super Deal erhalten. Und das haben wir jetzt zu Ostern wiederholt. Es gab wieder riesige Angebote, teilweise bis zu 25%. Und das mussten wir halt ausnutzen, haben einen riesigen Haufen, den ihr gleich sehen werdet, zusammengetragen, schön zusammengebundelt. Und am Schluss war der liebe Stefan so nett und hat sogar nochmal einen riesigen Batzen vom Geld weggenommen, sodass wir einen echt Top-Deal für richtig tolle Games kriegen. Ja, wir haben quasi einen Rabatt auf den Rabatt bekommen. Ja, also wir haben auch, muss man dazu sagen, wir haben echt ein bisschen mehr eingekauft. Wir haben also einiges gefunden und haben da gebundelt. Und wie ihr ja inzwischen gelernt habt, ganz brav, bundeln lohnt sich. Und auch das haben wir wieder getan. Nicht wahr, Maniac? Wie siehst du das? Korrekt. Korrekt. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze aus. Ich habe das geöffnet in der Zwischenzeit. Und wir gucken einfach mal, was da so ist. Hier ist einmal die Lieferliste, Bestellschein und so. Das müssen wir nur nicht zeigen, weil dann wisst ihr ja alles schon. Das sollten wir auf jeden Fall in die Kamera halten. Genau, das mache ich mal. Wir haben hier den Flyer, den blende ich euch nochmal richtig fett ein, damit ihr das nochmal sehen könnt. Also RetroGameCollectorHeaven.de, geht da einkaufen. Ich sage es euch, es gibt da wirklich für jeden was und es lohnt sich. Und was besonders geil ist, der Stefan, der haut immer Gummibärchen in seine Pakete. Hier, ich lege dir mal ein paar Gummibärchen hier hin. Ja, danke. Ja, bitte. So, und wir sehen also einen ganzen Haufen Zeitungschaos und ich würde sagen, ich grabbel einfach rein und gucken, was ich so rausbekomme. Und wir heute sagen wir mal hier deine Raketenzentrale ein, das ist ja auch mal gut. So, es geht los mit einem gelben Umschlag. Und da gucken wir mal rein, was da drin ist. Ich ziehe einfach mal raus. Okay, wir fangen ein bisschen easygoing an. Und zwar haben wir eine Mega Drive-Anleitung von Clay Fighter. Ja, genau. Das ist für mich, hat mir halt gefehlt. Ich habe das Spiel irgendwann kürzlich halt bekommen, ohne Anleitung. Und ja, Stefan hat sie gehabt, hat gesagt, schmeiß ich dir bitte ins Paket rein. Vielen Dank. Die anderen Sachen, die mit in diesem gelben Umschlag sind, die lasse ich kurz weg, weil das sind schon echte Highlights. Okay. Und da kommen wir dann gleich zu. Ich packe einfach mal weiter aus. Schmeiß alles hin, alles gut. Also sind schon viele geile Sachen drin. So, jetzt kommen hier so ein paar Sachen zutage. Ich nehme einfach mal irgendwas. Gib mal was. Das hier? Nee, das ist das andere. Ja. Gut, mach mal. Also ich habe mir geholt für die PlayStation 1 Capcom Generations. Eine Compilation Disc, wo relativ viele, was heißt relativ viele, ich glaube 12 oder 13 Capcom Classic Titel, Arcade Titel kombiniert sind. Und ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie geupgradet wurden für die PS1, aber eine schöne Sammlung. Mittlerweile gibt es das auch für die PS2, aber Hülle ist ein wenig, eine schöne Collection, relativ günstig, das ist nicht kein riesen teurer Titel, aber da nochmal einen Rabatt drauf zu kriegen, ist sehr cool. Ich sehe sogar, das ist verkehrt rum reingelegt, das kann ich gleich nochmal ändern oder die Hülle wechseln. Und das ist halt von diesen klassischen Capcom-Shootern 1942, 1943 bis die ganzen Varianten von Super Ghouls and Ghosts bis hin zu Gunsmoke und... Gunsmoke, yeah! Was war noch drauf? Hast du das nicht auswendig gelernt? Nein, habe ich nicht auswendig gelernt. Naja. Also eine Collection aus großartigen Capcom. Was ich noch, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche, sind da ein paar japanische Titel drauf, die so nicht bei uns erschienen sind. Deswegen finde ich das auch ganz interessant. Und wenn du den nächsten Artikel machst, wühle ich hier nochmal rum und versuche das ordentlich hinzukriegen. Ja, mach das mal. Ich habe mir ein paar Gameboy-Games mitbestellt und die blende ich euch auf jeden Fall extra ein, aber ich sag's euch, was es ist. Und zwar haben wir einmal Xenon 2, sieht so aus. Ne? Das ist ein kleines, cooles Schmapp. Hat übrigens alle Game Boy Games in einem Top-Zustand, hat mir noch gefehlt, richtig geil. Die kosteten fast nichts, also ich musste die irgendwie nehmen. dann ein Game, welches mich interessiert, das heißt Sneaky Snakes.
Sneaky Snakes ist, ich glaube, tatsächlich so eine Art Snake-Game, wie man es so klassisch auf Nokia gespielt hat. Vielleicht irre ich mich auch, aber das ist das, was ich erwarte, ja. Und richtig geil, ich habe auch Tamagotchi, ja, auch das fehlte mir noch in der Sammlung. Und ich meine, ganz ehrlich, Freunde, welche Kinder der 90er hatten keinen Tamagotchi? Da gab es ein Gameboy-Spiel zu. Und es gibt ein relativ, ich sag mal, authentisches Tamagotchi-Gameboy-Game dazu. Von Bandai sogar. Und ja, ist natürlich... Cool. Wahrscheinlich so aus nostalgischer Sicht ganz interessant. Ja, das ist jetzt. Das ist und ja echt ich blende euch ein bisschen Gameplay ein, dann könnt ihr gucken. Also Xenon 2, Sneaky Snakes und Tamagotchi für meine Gameboy-lose Gameboy-Sammlung. Oh yeah! So, dann. Nice. Was? Nice! Nice, yeah! Nice. Dann machst du weiter. Ja. Und währenddessen kram ich wieder hoch. Noch ein Spiel für die PlayStation 1 und zwar Fatal Fury Real Bout, die PAL-Version von dem SNK 2D-Fighting-Spiel. Ich habe vorhin noch recherchiert, ich glaube, es ist der 5. Titel in der Serie. Nur in Europa und Japan erschienen, ja, 2D, klassische Fight-Action von SNK. Sollte eigentlich jedem ein Begriff sein und nicht so leicht zu bekommen und ein cooler Deal auf jeden Fall. Sehr geil, ey. Das Cover ist ja ein bisschen cheesy auf jeden Fall, finde ich. Ja, ich sehe ja, dieser grüne Sticker hier, der muss auch weg, das ist ja richtig... Geil. Weiter geht's. Geil. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, Dennis, was du so bestellt hast. Das wird sich gleich zeigen. Weiß ich auch nicht mehr. Gut. Ich mach mal hier weiter mit einer Kleinigkeit. Und zwar, es gab auch NES-Games. Ich habe zwei NES-Games in dem Paket. Eins ist eine Label-Variante, die mir noch fehlt. Und zwar die Classic-Version von Soccer. Habe ich mir mitbestellt, gab es abzüglich des Rabatts irgendwie für einen Fünfer oder so. Cool. Konnte ich ganz, ganz cool mitnehmen. Da habe ich auch alle drei Soccer-Varianten. Und damit bin ich eigentlich auch schon bei meinem Highlight angekommen. Das zeige ich aber auch gleich direkt weg. Und zwar gibt es auch dazu eine kleine Story. Ich habe mir vor etlichen Monaten bei eBay Adventures of Lolo 3 mal gekauft. Und zwar für einen echten Schnapper. Das habe ich irgendwie für 18 Euro inklusive damals gekauft. Das kam dann bei mir an. Und wie ihr sehen könnt, absolut, ja, es ist ein fetter Bruch vorne, mitten durchs Cover durch, mitten durch das ganze Modul durch. Also wirklich, als hätte man, als wäre man mit einem High Heel auf die Cartridge raufgelatscht. So sieht das ungefähr aus. Seitdem versuche ich da irgendwie ein Upgrade zu bekommen und das Spiel wurde irgendwie immer teurer. Und ja, jetzt habe ich es beim Stefan in der Auslage gesehen und der Preis schmeckte mir gar nicht. Er ist mir aber da ja ultra gut entgegengekommen. Wir haben da ein bisschen diskutiert und ein bisschen uns unterhalten. Und er hat gesagt, alles klar, komme ich dir soweit entgegen. Ich habe jetzt hier für das Game irgendwas bei 35 Euro rumbezahlt und das ist auch absolut okayer Preis für das Spiel. Jetzt kein Ultra-Schnapper, aber ich finde es auf jeden Fall extrem fair. Und dafür habe ich jetzt eine absolut schadenfreie, bis auf das Paul Jansen auf der Rückseite steht, aber das kann man ja austauschen, eine absolut schöne Vorderseite von Adventures of Lolo 3. Ja, den dritten Teil der ja doch ziemlich geilen Knobler-Serie um Lolo. Lolo. Yes. So. Sind die für dich hier, Jan? Ja, die kannst du mir beide zusammengeben. Das sind... Das heißt Quatsch. Noch zwei PlayStation 1 Titel. Wild Rapids und Criticom. Beide Spiele, die ich nicht wirklich kenne. Waren aber sehr günstig im Shop. Und ich glaube, und wenn ich den Rabatt abziehe für 2-3 Euro. Das ist ein ja Kanu-Wildwasser-Rennspiel. Und das ist ein Fighting-Game. Und ja, mal schauen. Ich kann wirklich gesagt nicht viel dazu sagen. Bin aber sehr gespannt. Ja. Die Zuschauer werden jetzt schon mehr wissen als wir, weil die haben nämlich ein bisschen Gameplay gesehen. Das ist aber ja auch ganz gut. Ja. Übrigens, man muss dazu sagen, ich selber habe mich bei dem Deal insgesamt so ein bisschen zurückgehalten, während hingegen hier noch echte Hochkaräter in dieser Box sind. Und bevor wir das Ding rauspulen, greife ich nochmal wieder zu unserem gelben Umschlag und ziehe mal eine Karte heraus, die unseren Commander Maniac interessieren wird. Während ich sie entblättere, kannst du schon mal sagen, um was es sich handelt. Ja, es handelt sich dabei, das habe ich sofort mir schon gedacht, als du sagtest, da ist was Tolles im Umschlag. Es handelt sich um die Karte zu Pirates für das NES-Game. Und die fehlt eigentlich so gut wie immer, wenn man mal halt so bei eBay guckt oder so. Also. Kaum eine Auktion gefunden, wo die Karte noch bei ist. Er sagte, die wäre ein bisschen geflickt. Ja, die sieht gut runtergerockt aus. Naja gut, aber ich sag mal, für den Deal, den er da gemacht hat, sag ich mal,
habe ich die auf jeden Fall gerne mitgenommen und freue mich auf jeden Fall darüber, dass ich sie überhaupt erstmal habe. Und vielleicht kann ich sie irgendwann mal upgraden, wenn du sie mir auch einmal zeigen könntest, weil ich habe sie jetzt noch gar nicht gesehen. Die sieht extrem unspektakulär aus, muss man mal sagen. Also das sieht echt aus wie eine echte Karte quasi, wo man einfach nur ein Nintendo-Logo drauf gemacht hat, ein Siegel. Du kannst es wahrscheinlich gar nicht so gut sehen, aber ich schicke dir ein Foto mal. In die Kamera, das ist echt. Ja, ich mache ein paar Detailfotos. Ja. Also es ist ein Siegel drauf und so. Echt ist es aber. Und die ist echt gut runter. Aber man muss auch sagen, der Stefan, der hat die Karte aus einer Pirates OVP rausgezogen noch extra. Ja. Also und dann gab es die auch noch quasi als Goodie, wenn man so will, obendrauf. Ne? Also das ist schon heftig. Ich hatte halt gesagt, ich brauche nur die Karte und du hattest das dann, Marcel, du hattest die Kommunikation übernommen. Du hast gefragt, ob man die rausnehmen würde und dann hat er gesagt, ja. Habe ich absolut nicht mit gerechnet und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall drüber. Das Spiel gab es auch für andere Systeme, für C64 und Amiga. Ich weiß jetzt nicht, wo überall eine Karte bei gewesen ist. Ich meine irgendwie bei Amiga nicht, aber da kann ich mich irren. Bei C64 war sie dabei und ich nehme an, sie sieht genauso aus wie die, abgesehen halt von diesem Nintendo-Logo da. Okay. Also auf jeden Fall ein sehr skurriles Stück und ich kann mir nur vorstellen, dass ich dazu einen Artikel auf unserer Homepage gut machen würde. Uhu. Wir sind ja dabei, so nach und nach ein bisschen das Ganze aufzufüllen und möglicherweise kriegen wir auch mal einen Artikel über Pirates hin. Da müsste das natürlich mit erwähnt und fotodokumentiert werden. Wir machen weiter mit einem Spiel für dich, Maniac, und zwar, ich glaube, mit so einem der echten Highlights für dich aus diesem Paket. Und zwar ist es auch ein OVP-Spiel für den Game Boy Color. Oh ja. Du weißt schon, was es ist und kannst einfach mal direkt loserzählen. Das sieht aber schnieke aus. Blaster Master, Enemy Below. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein neuer Teil aus der Blaster Master Serie. Wir haben ja vor kurzem Blaster Master Zero auf der Switch gestreamt und danach habe ich mich dann mal so ein bisschen mit der Spielreihe auseinandergesetzt, habe gesehen, oh, da gab es ja dann doch eigentlich eine Menge von Titeln für verschiedene Systeme. Es gibt noch Blaster Master 2 für Sega Genesis zum Beispiel, es gibt eins für PlayStation 1, was mich sehr überrascht hat, das habe ich echt gar nicht gewusst. Ja, wir hatten mir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, du wusstest das auch nicht so, ne? Ich habe es gerade in die Kamera gehalten, ja. Ich habe es mit dir zusammengeholt. Ich dachte auch, es gibt es nur als NTSC-Version, aber da gibt es eine PAL-Version. Ja, genau. Und es gibt auch noch die Gameboy-Version, die ich in einem Pickups-Video letztens schon gezeigt habe. Und die absolut geilste Version, abgesehen von der NES-Version und von der Switch-Version natürlich, ist nämlich dieses auf dem Game Boy Color. Und ich freue mich echt wahnsinnig drüber. Sieht auch super aus. Du wirst dich auch darüber freuen, dass der Zustand auch wirklich sehr schick ist. Und kriegt man gut ab. Richtig geil. Dass die Game Boy Color-Version, die ist grafisch am ähnlichsten zur NES-Version. Ja? Und also ich, wie gesagt, ihr könnt es ja oben in der Ecke angucken. Ich finde das auch extrem vielversprechend und du bist echt auf einem guten Weg, ein gepflegtes Blaster Master Fullset nebenbei noch anzusammeln. Finde ich richtig geil. Blaster Master, extrem geile Spielserie. So. Alter, weiter geht's. Wir haben noch mehr hier drin. Und als nächstes in hier dieser Reihenfolge liegt ein ultra großes Päckchen. Und das darfst du selber rausholen, weil es ja deins ist. Ja, ich habe mir mal was gegönnt, was ich schon ein wenig länger suche. Und Super Metroid. Super Metroid. Ich guck mir das ja selbst an. Ja, hier ist ein Preisaufkleber, das stört mich immer nicht, wenn es der Original ist. Ansonsten kann ich damit arbeiten. Ja, schick. Ja, Klassiker für Super Nintendo. 2D-Action, Exploration, Metroidvania-artiges Spiel. Ist natürlich blöd, wenn man sich das selbst mit ein Metroid-artiges Spiel. Ja, freut mich. Ich hab's nie gespielt und es ist eine große Lücke in meiner Sammlung, die ich jetzt endlich schließen kann und ich freue mich. Ist ja auch nicht mehr so günstig und es war im Shop schon für 10% Rabatt angeboten und jetzt haben wir ja also echt nochmal einen ganzen Batzen. Vor allen Dingen, das Spiel wird einfach auch immer teurer. Ja. Also du kannst echt zugucken, wie der Preis von Super Metroid in die Höhe geht und auch in dem Zustand, ich sag mal, der Zustand ist gebraucht, ja. Das ist mir aber doch absolut okay. Also ich muss auch sagen, ich bin bei OVPs nicht so wild, weil ich das immer irgendwie auch spielen will. Solange das alles da ist und halbwegs die Form hat, dann passt mir das. Wie gesagt, Preisaufkleber, wie man hier sieht, von 120 auf 99 Mark schon runtergesetzt, weil es keiner gekauft hat. Oh, das Arme. Das finde ich immer nicht schlimm, weil das halt ja auch so ein bisschen ein Echtheitszertifikat ist. Guck mal rein, wie der Rest so aussieht. Ja.
Der Guide, der war, sagte er wohl. Nee, wer hat mir das gesagt? Du sagtest, der sieht nicht so ganz dolle aus, ne? Aber wir gucken mal. Das ist ein Spiel, was ich. Ich bin ja eher der NTSC-US-Sammler für. Ja. Aber das Super Metroid in der Big Box, das reizt mich tatsächlich auch. Ja. Ist natürlich auch ein geiles Spiel, ne? Das kann ich nicht sagen. Ich kann das sagen. Das Spiel fehlt. Nein, ja, was ist da drin? Achso. Kleiner Schockmoment. Falsch rum. Mit Hülle und. Aber. Doch, das geht. Na gut, hinten ein bisschen gelb, aber es stört mich nicht. Vorne sieht es gut aus, hinten kann man austauschen. Ja. Ne? Genau, so ist es. Aber auch top aus, kannst du ja nochmal die Kamera halten. Also. Ich freue mich. Selber die Kamera halten. So. Wir haben genug Super Metroid gesehen. Richtig geil. So ein Big Box Game. Also boxt man ja auch nicht jeden Tag aus. Ja. Sehr nice. Glückwunsch, sehr Alter. Ja, cool. Sehr cool. So, jetzt kommen wir ein bisschen nochmal in eine andere Konsole. Und zwar gibt es Mega Drive Games hier noch drei, die mich anlächeln. Und ich ziehe sie einfach mal raus und du sagst was dazu. Das erste, was ich ziehe, ist dieses. Und zwar der Hammer NHL 96. Ja? Ja, was soll man dazu sagen? Naja, es ist okay. Ist das nicht... Es ist richtig. Ist das nicht extrem geil? Welches war denn das? War das nicht sogar der 96er, der so ultra geil ist? Ich hatte einen auf dem Super Nintendo. 95 und 96. Und einer war Zucker. Kannst du mal ein bisschen leiser zusammenkramen da, bitte? Ich lasse es. Ich habe das letzte schon mal in irgendeinem Video gesagt. Also, das meine ich auch wirklich ernst. Diese FIFA, vor allem diese alten 2D-FIFAs, die mit einer isometrischen Ansicht und auch diese Games von EA. Ich mag die. Ja, gut gemachte Sportgames sind vor allen Dingen im Multiplayer eine echte Granate, ne? Also ich meine, ist doch klar. Aber es ist halt was, wo ich in vielen Videos nicht großartig was erzählen kann, weil jeder kennt es, jeder weiß es und Sportspiele sind eigentlich in der Regel verschrien so als... Ja, ja aber die Mid-90er NHL-Titel von EA, das sind wirklich Klassiker, die hatte ich früher auch, die sind echt geil, also... Ja. Da würde ich fast sogar nochmal, ich habe 95 noch, den werde ich mir auch irgendwann nochmal holen für Super Nintendo, auf jeden Fall. Sorry, dass ich wieder knusper hier. Nee, macht ja nichts, darfst du ja ein bisschen. So, wir haben eine kleine Zwischenpause und pack ein Mega Drive Game aus, welches mal nicht in so einer klassischen Mega Drive Hülle ist, sondern in einem Karton. Und zwar The Duel Test Drive 2 heißt das ganz gute Stück. Und das auch für dich, genau. Ne? Ja. Das auch ja, kann ich jetzt auch nicht großartig was zu sagen, außer guckt euch das Gameplay an. Ich habe das als Kind tatsächlich auch gespielt, allerdings nicht auf Mega Drive, sondern damals auf dem Amiga. Mit Poster, Alter. Ja, das ist fett. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Geil. Ich hab's gleich auf dem Schirm, warte. Yeah. Wow. Wenn das nicht fett ist. Ja, das ist richtig geil. Cool. Richtig geil. Ein Mega Drive-Spiel müsste noch kommen. Ja, nee. Kommt jetzt. Und zwar dieses geile Stück hier. Gauntlet. Gauntlet 4. Ein 2D Dungeon Crawler, wenn man so will. Wir haben letztens versucht, die NES-Version von Gauntlet 2 zu zocken. Irgendwie kam der Spielspaß nicht so richtig auf. Aber was ich sehr das ging uns auch so. Was uns aber irgendwie überrascht hat, war die ziemlich gute Sprachausgabe, ne? Ja, das war echt Hammer, ey. Aber hier geht's ja jetzt um die Mega Drive-Version. Den vierten Teil habe ich tatsächlich noch nicht gezockt. Aber das Spielkonzept ist natürlich unique. Und ich habe das Game schon länger auf dem Schirm und schon länger gesucht. Habe aber das immer nur zu einem Preis gefunden, der mir nicht so gut gefallen hat. Und das muss man jetzt nicht nochmal wiederholen. Der Preis jetzt halt war super, ne? Ja. So, ich wühle hier schon rum in dem Rest, haben, aber ich glaube, nein, war's, ne? Wir haben auch gesagt, keine Goodies, mach lieber einen guten Preis. Genau. Da haben wir mehr von im Endeffekt. Ja. Und das hat er auch gemacht, das ist auch super, also. Genau, das war quasi so der Workout oder das, was wir so raus hatten am Ende, dass wir gesagt haben, ey, letztes Mal hast du uns so geile Goodies reingetan, dieses Mal würden wir auf alles Mögliche verzichten, um einfach einen coolen Deal für uns zu machen. Und da ist er uns einfach mehr als krass entgegengekommen. Natürlich ist man bei solchen Games hier dann auch im dreistelligen Bereich. Das sollte natürlich jedem klar sein. Aber wir
Ja, ehrlich gesagt, wir können das gar nicht jetzt so richtig runterrechnen, wollen wir auch gar nicht euch jetzt vorrechnen. Wir sind einfach super zufrieden. Genau. So, der Deal war echt geil und ich finde es einfach cool, so zu beweisen, dass man halt auch ja, mit einem schönen Bundle-Paket und auch mit einem Ladeninhaber, sage ich jetzt einfach mal, einfach auch reden kann und sagen kann, ey, pass mal auf, ich habe jetzt hier Interesse an einigen Sachen, was können wir da eben machen? So, und dann gibt es halt natürlich genug Händler, die sagen, ja, kauf es oder lass es, ja. Es gibt aber eben auch so ein paar Perlen in der Welt, die dann sagen, ey, klar, können wir ein bisschen was zusammen ausdealen. So. Und das finde ich einfach ziemlich geil. Haben ja auch alle was im Endeffekt davon. Er hat ja nun auch gut Umsatz gemacht, sage ich mal. Ne? Ja. Kann man ja nicht anders sagen. Und genau. Wir sind alle glücklich. Bis auf Dennis, der hat seine Sachen noch nicht persönlich vor Ort. Genau, er muss sie erst noch kriegen. Ja. Wir sind auf jeden Fall mit unserem Zeug sehr zufrieden. Stefan, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Extrem geile Aktion. Mhm. Ne? Und, Bedarf einer Wiederholung. Bedarf einer Wiederholung. Wir werden gerne wieder in deinem Laden, virtuellen Laden vorbeischauen. Auch für die Zuschauer nochmal retrogamecollectorheaven.de. Jo, damit melden wir uns ab für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Wer weiß, wann das zutage tritt. Wir sind erstmal raus für heute und wünschen euch noch viel Spaß bei dem, was ihr auch immer vorhabt. Eure Kommando-Jungs. Und ich. Ja. Raketenjansel, ja? Also, sag tschüss, Commander Maniac. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.